So, das erkennt man ja. Das ist Europa. Zoomen wir mal ein. Das hier ist Lavre. Das hier ist die Seine-Mündung. Und hier gibt es verschiedene Brücken. Nochmal etwas raus. Hier erkennt man Rouen, der große Hafen von Paris, wo die Wikinger, die Normannen gehaust haben. Deswegen heißt dieser Teil von Frankreich auch die Normandie. Und hier ist eine Brücke, die Brücke von Tangaville. Und von A nach B fahre ich jetzt nun nach folgenden Film. Ich zoome noch mal ein bisschen ein. Wir werden sehen, die Brücke der Auffahrt, hier den Kanal von Tankerville. Dann fahren wir hier runter, unter die Brücke durch und enden dann hier irgendwo, wo es dann nicht mehr interessant wird. Viel Spaß! So, jetzt fahren wir in der Normandie von Quatsch, von Rouen, südlich von Rouen vorbei Richtung Le Havre, und es ist normannisches Wetter. Es ist fast nur eine Regenwand, die hier runterkommt. Also regnerischer kann es nicht echt nicht sein. Jetzt bei 90, aber das hier ist natürlich jetzt echt so ein super Wetter. Ey. So, das sind die Brücken der Normandie hier. Hier geht's hoch, 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 hoch. Ja, gar nichts, oder? Vielleicht doch. Ja, dann sieht man kaum was. Geht so richtig da unten, sind so kleine Bötchen und so. Stellen wir wieder hin, weil ich brauche jetzt mal jede. Ich brauche jetzt mal meine volle Aufmerksamkeit. Ja, schön natürlich die Kreidefelsen, so wie die immer an der Seine-Ufer sind. Fantastisch. Das ist die Brücke von. Hopsa, da steht einer. Das ist natürlich Hopsa. Das ist LKW-Stau hier. Auf der Brücke ist LKW-Stau, oder? Kann ich hier mal kurz zeigen, wie das hier unten aussieht. Da sieht man so nach unten und da nach hinten richtig schön. Sieht man da, wie die Landschaft hier aussieht. Da ist Hafengebiet alles, das sind
Raffinerien und so weiter. Da ist der Kanal von Tancarville, das ist sozusagen der Kanal, der parallel zur Seine verläuft in den Hafen von Le Havre hinein. So, tun wir es wieder so hin und fahren wir mal ruhig in den Stau. So. Hier nochmal der Beginn von dem Hafen, von dem Kanal von Tancarville. Richtig schön. Der beginnt hier, verläuft parallel zur Seine-Mündung und ist sozusagen dann der nicht mit fließendem Wasser, dadurch ist er regelmäßiger zu befahren und ist sozusagen die andere Seite des Hafens von Le Havre. Links die Seine, rechts der Kanal von Tancarville und in der Mitte ist alles Hafen von Le Havre. Da wäre ich doch fast an denen alle vorbeigesaust und hätte womöglich noch eine Strafe gekriegt. Aber was soll's. Das ist halt hier diese komische Zahlstelle, wo wir alle durch müssen. So, das ist mit Telepeage, also meine Karte müsste gleich erkannt werden. Klick macht es dann, piep, jawohl, und ich kann fahren. So, und jetzt muss ich nach Lillebonne. Lillebonne ist hier nach unten. Ja, das ist immer so komisch an so einem riesen Brückenkopf. Wir sind ja jetzt oben auf den Felsen und müssen jetzt erstmal hier sehen, dass wir von den Felsen runterkommen. Hier geht der ganze Verkehr nach Le Havre und Lillebonne. Lillebonne liegt also hinter mir sozusagen. Muss aber erstmal runterkommen und dann unten an der Seine vorbei wieder zurück nach Lillebonne zu kommen. Sivre Lillebonne. Da im Kreis. Bonn geht so mehr nach links, sehe ich gerade. Da fahre ich. Da ist er nach links. Da fahre ich in Bonn. So. Da rechts die LKW, die fahren alle nach Le Havre und ich fahre hier unten jetzt angekommen, nach dem Kreisverkehr, links nach Lillebonne. Und dann fahren wir noch mal unter die Brücke hindurch. Die Brücke, Le Pont de Tancarville. So. Wir gehen auch noch mal nach Le Havre, wenn ich das hätte wollen. Aber ich will jetzt hier nach Notre-Dame de Gravenchon und Lillebonne. Das ist die Ecke, wo ich hin muss.
mal sehen, ob wir ein schönes Bild ergattern können von der Brücke, wo wir eben rübergefahren sind. Ich glaube, das wird schon möglich sein. Man kann sich so von unten jetzt sehen. So, das sieht man so. Schon mächtig, wirklich echt gewaltig. Aufnahmen, wenn die Sonne scheint. Jetzt sind wir in Tankerville. Wo also der Hafen beginnt. Hier rechts sind die Schleusen, Eglüse, die Schleusen. Hier, das sind die Schleusen hier von dem Kanal. Oben ist die Brücke. Bis rüber und wir fahren hier geradeaus. Ende Tankerville-Bach, also Tanker geht unten. Ja, jetzt muss ich natürlich mich ein bisschen weniger hier auf mein komisches Ding verlassen und ein bisschen mehr sehen, dass ich so fahre, wie ich nochmal meinte, fahren zu müssen. So ein industriell. Die Bonner Kutan, die haben ständig hier nach rechts, das ist richtig. Die Sonne wird hier von Port Jerome. Jawohl, da muss ich hin. Einfach hier jetzt rechts. Das ist immer die langweiligere Strecke. Ups, hier geblieben. Ich kenne die ganze Weg nicht, wo ich fahre, da war er noch nie. So, hier muss ich weiter hier den folgen. Da ist dann auch wieder die Firma Cartoon Nazi. Das ist eine große Speditionsfirma mit Sitz in Antwerpen. Also der Name stammt aus dem Antwerpener Hafen. Ja, und du musst mal dein Maul halten, du blöde Navi. So, Maulgeschirr, Navigation, Rasen. Ja, du nicht. Teile gerade auf der Schirm. Auf jeden Fall auch. Ich hätte auch anders fahren können, sehe ich jetzt schon. Aber es macht nichts. Ich fahre jetzt wieder.
noch kürzer. So, ich mach mal wieder aus, weil die wollten nur die Brücke zeigen.